Drainagen. Viele von euch haben ja vielleicht schon eine Drainage gehabt im Knie, hoffentlich nicht im Bauch oder sonst irgendwo. Und Drainagen haben immer eines, Drainagen sind Aua. Ich erkläre heute, warum ich keine Drainagen mehr verwende bei Brustoperationen. Mein Name ist Dr. Rolf Bartsch, ich bin plastischer Chirurg aus Wien und heute geht es um das Thema Drainagen. Drainagen sind Gummischläuche, die in den Körper eingesetzt werden, um Flüssigkeit zu drainieren, das heißt, um Flüssigkeit abzuleiten. Wie diese Dinger ausschauen, wisst ihr vielleicht oder weißt du vielleicht, das sind oft diese Drainageflaschen, die man sieht, mit denen die Leute im Spital am Gang herumgehen müssen. Das ist aber nur, sage ich jetzt mal, die Spitze des Eisbergs, weil die Drainageflasche stört uns nicht, sondern das, was uns stört, ist dieser hässliche Schlauch, der in uns drinnen steckt. Und wenn du schon mal eine Drainage gehabt hast, dann hat dich die Drainage vielleicht aus zwei Dingen gestört. Das eine ist, warum sie dich gestört hat, war, weil sie wehgetan hat in dem Moment, wo sie noch drinnen war. Aber die größte Angst, die immer kommt, ist, was passiert, wenn der Arzt kommt mit den ganzen vielleicht Studenten oder Schwestern und beginnt dann die Drainage rauszureißen oder zu entfernen. Warum verwendet man eigentlich Drainagen? Drainagen sind dazu da, um Wundflüssigkeit oder um Flüssigkeiten abzutransportieren. Sie können auch dazu verwendet werden, um ein gewisses Vakuum zu erzeugen. Das war einer der Gründe, warum ich es eigentlich sehr lange bei Brustvergrößerung noch verwendet habe. Weil wenn ich ein Implantat einbringe, wenn ich dann die Wundhülle verschließe, tue ich die nicht Vakuum verpacken, sondern es bleibt im Prinzip Luft drinnen. Und durch die Drainage wird die Luft abgesaugt, weil ein Unterdruck ist. Also in diesem Fläschchen, das ich vorher gezeigt habe, ist ein Unterdruck. Und die Luft wird abgesaugt und damit zieht sich das Gewebe ein bisschen besser zusammen und es bleibt kein Totraum über dem Implantat. Drainagen sind zum Beispiel in der Allgemeinchirurgie oder in vielen anderen chirurgischen Fächern definitiv ein Thema und sind dort auch wichtig, gerade wenn es zum Beispiel infektiös war, nach Blinddarmoperationen oder viele, viele Gründe, wo man Drainagen einfach belassen soll oder warum man Drainagen verwenden muss. Die ganze Orthopädie, da möchte ich mich nicht einmischen, weil das ist definitiv nicht mein Fachgebiet, nur weil ich vor 12 Jahren mal in einem orthopädischen OP gestanden bin. Drainagen im Bereich der Brustoperation möchte ich heute besprechen. Ich bespreche sie auch nicht, was Bauchdeckenstraffungen oder Oberarm- oder Oberschenkelstraffungen betrifft, sondern ich bespreche sie nur, was ästhetische Brustoperationen betrifft. Und bei den ästhetischen Brustoperationen werden oft diese genannten Redondrainagen verwendet. Das sind so grüne Schläuche. Und diese grünen Schläuche eignen sich dadurch, dass sie hier so lauter kleine Öffnungen haben. Ich zeige dir übrigens ein Video aus dem OP, wo wir das Ganze live sehen. Und diese kleinen Öffnungen führen dazu, dass die Flüssigkeit trainiert wird, weil hier wird das Ganze angeschlossen an der Redonflasche und da geht dieser negative Sog, also dieser Unterdruck wird hier erzeugt und dadurch die Wundflüssigkeit abgezogen. Was wir schon sehen hier, ist dieser Teil. Das ist eine scharfe Kante. Das ist ein Hartgummischlauch, der eine scharfe Kante hat. Und wenn ich die Redondrainage ziehe, dann rattert nicht nur diese Löcher durchs Gewebe durch, sondern vor allem diese scharfe Kante zieht man durchs Gewebe durch. Und es ist nicht nur einmal passiert, auch mir, dass ich beim Ziehen einer Redondrainage eine Blutung ausgelöst habe am nächsten Tag, weil ich einfach über ein Gefäß, das zwar verschorft war, das drüber gerattert habe und dadurch Schmerzen entstanden sind. Wenn ich Redondrainagen generell verwenden muss, nehme ich immer vorher den Sog raus und ziehe sie ohne Sog. Das tut natürlich weniger weh. Das ist mal ein Tipp. Aber die Frage ist, warum verwendet man überhaupt Drainagen? In einem Lehrbuch einen coolen Spruch gefunden, der besagt, die Notwendigkeit von Drainagen ist direkt proportional mit der schlechten Qualität der chirurgischen Leistung. Würde ich jetzt vielleicht nicht so unterschreiben, ist aber in einem Lehrbuch drinnen gestanden. Aber die Änderung von Drainage zu keiner Drainage war bei mir schon eine, wo ich auch chirurgisch ein bisschen anders umgehen musste. Ich musste noch trockener, richtig staubtrocken eigentlich operieren und die Operation wird vielleicht dadurch ein paar Minuten länger, man überlegt ein bisschen mehr und das hat eigentlich zu vielen Vorteilen geführt, weil Blut, gerade in einer Implantathöhle, ist der erste Grund für Kapselfibrose, Blut in einer Implantathöhle sind Entzündungszellen, da werden ganze Kaskaden ausgelöst, die dann natürlich auch Schmerzen bringen, das heißt, umso blutleerer man operiert, desto besser ist es auch für den Patienten und das ist ein Grund, warum unsere Patienten sich extrem gut bewegen können, wie es aus der 24-Stunden-Brust bekannt ist. Die
Drainagen sind eben dann nicht mehr nötig, wenn ich anders operiere und haben viele Vorteile. Die Patientin ist von Anfang an gleich frei beweglich, sie hat keine Schmerzen mit dieser Hartgummischlauch, kann auch unangenehme Folgen haben. Und ohne Drainagen, die in der ästhetischen Brustoperation jetzt, ist im Prinzip schon ein bisschen so ein internationaler Standard und sollte deswegen eigentlich auch von den meisten mittlerweile angewendet werden. Die Drainagen, wenn man Drainagen verwenden muss, wie zum Beispiel bei großen Brustverkleinerungen, dann kann man das machen. Ich verwende dann gerne so den Jackson Brads. Das sind Drainagen, die ein bisschen weicher sind. Das ist so ein weiches Silikon, die kann man gut verwenden. Aber wie gesagt, es ist nur bei großen Operationen, bei großen Wundflächen notwendig, sonst eigentlich nicht. Aber genug des langen theoretischen Quatschens. Ich möchte euch jetzt ein paar Bilder zeigen aus der OP, wo ich euch zeige, wie so eine Drainage eingesetzt wird oder wie so eine Drainage dann wirklich im Live-Bild ausschaut. Ja. Wir sind mitten in der Brustoperation und wenn wir so eine Bruststraffung machen, dann seht ihr diese dunklen Stellen, sind Stellen, wo wir koaguliert haben. Da nehmen wir uns eine Strombinsette. Wenn ein Gefäß irgendwo blutet, das tupft man so ab, dann geht man mit der Strombinsette hin und verschorft das so. Zischt dann ein bisschen. Wenn die Brust sehr blutig ist oder wenn die Fläche sehr groß ist, dann kann man eben sogenannte Redondrainagen verwenden. Die Redondrainagen schauen so aus, das ist ein Stachel, wo dieser Schlauch dran ist und dieser Schlauch hinten hat Öffnungen. Und diese Öffnungen verbleiben dann eigentlich im Körper liegen. Das kann man mit oder ohne Stachel machen. Wenn man es mit Stachel macht, dann stößt man den Stachel hier durch und die Redondrainage liegt dann so im Körper drinnen. Was man meistens macht, ist, dass man diesen Schlauch dann kürzt, damit er nicht zu lange drinnen ist und über diese Löcher kann dann das Blut abtrainiert werden oder Flüssigkeit abtrainiert werden, die noch drinnen ist. Und das ist aber ein relativ harter Gummischlauch, der tut weh. Und deswegen ist einer der Gründe, warum wir das nicht verwenden, weil das einfach Schmerzen macht. Der zweite Grund, warum wir das nicht verwenden, ist, man sieht, das hat jetzt nur seitlich von der Haut geblutet, weil wir im Prinzip so lange operieren, bis das innen trocken ist und damit nicht keine Notwendigkeit für die Redondrainagen ist. Und der letzte Grund, warum ich das auch seltener verwende, ist, weil beim Ziehen der Redondrainage, egal ob ich die jetzt aus der Wunde ausleite, was die eine Möglichkeit ist, oder wenn sich seitlich aus der Haut rauskommt, aber im Moment des Ziehens rattert dieser Schlauch dann durchs Gewebe durch und kann sehr leicht wieder Gefäße aufreißen. Das war nicht nur einmal, dass ich beim Ziehen in der Redondrainage dann eine Blutung ausgelöst habe. Deswegen keine Redondrainagen, weniger Schmerzen und ein bisschen genauer operieren. Daher Drainagen verwenden, wenn die Wundflächen vielleicht groß sind, wenn die Blutungsgefahr groß ist. Ganz selten muss ich Drainagen verwenden, obwohl ich es nicht gesagt habe, wenn es in der Operation stärker blutet. Es gibt ja viele Gründe, warum es zu stärkeren Blutungen kommen kann, warum das Gerinnungssystem ein bisschen beeinflusst ist. Aber wie gesagt, eher selten und dadurch auch die freie Beweglichkeit nach Brustoperationen viel schneller gegeben. Ohne Drainagen mehr Freude und wenn es Fragen zu den Drainagen gibt, einfach gerne unten hinterlassen. War heute ein bisschen ein kurzes und knackigeres Video. Hoffe, es hat dir trotzdem gefallen und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder. In diesem Sinne, danke, ciao und baba.